habe eine Katze gefunden. Oh. Erstmal müssen wir hier ein bisschen pennen gehen. Polizisten zu spät, der lacht noch hin. Ich sollte allerdings auch schon längst einschlafen. アバティアにならない分のエアルを代謝機能に回してるから、こんなに大きくなったの。それで生きていけるのか？生きるのに必要なものは全部エアルに含まれてるから。ああ、なるほど。人間にはできない芸当だ。彼らエンテレケアは様々な種から自分の体を自らが必要とする形に進化させていったのよ。 人の生きる何十倍もの時間をかけて。エンテレケイアって一括りなのに、見た目がバラバラなのはそのせいか。ええ。長い年月で蓄積された知恵の量も、人間の比じゃない。人間よりも知恵があんのに、魔術は使わないんだな。エンテレケイアは、魔術で身を守る必要がないもの。人間と違ってね。 魔術は身を守る以外にも使い道あるだろう。エンテレケアは身を守る以外の力を欲しなかったのでしょうね。価値観の違いってやつか。人間とエンテレケアの間で何度も戦いが起きてるのは、その価値観の違いのせいね。そんな価値観の合わない奴ら同士が手を結ばなきゃならなかったっていう星はみ、一体どんなとんでもないことだったんだろうな。 さあ、バウルもまだ若いから、その時のことは分からないし。それでももう100年以上生きてるんだろう。そうね。けど、人の年齢で言うと二十歳過ぎってところかしら。フェローならその時のことも知ってそうだけど。あいつが素直にそんなこと話してくれるかね。聞いてみないと分からない。ich würde mal sagen nein. Oder vielleicht doch. Okay. Ich wollte aber ehrlich gesagt sowieso kurz sein, weil ich da was gefunden habe. So. Nichts mehr, alles klar. Ist voll nervig. Ich könnte mich hier voll gerade zeigen, aber wo ich eine Cutscene eingeschmissen, das war ein bisschen nervig. Erstmal hat er herausgefunden. So, kommt ja noch ein Skit. Weiß nicht, ich schalte euch dann jedenfalls wieder ein. Und hier gibt es noch eine Cutscene. Oh. Oh. So, wollte schon sagen. Lass mich jetzt nicht eng. Hey, haltet den Dieb. Hey. Okay. Ich glaube, wir haben Probleme. Entschuldigung. Sehr gut. Alles in Ordnung? Ja, vielen, vielen Dank. Hier kannst du glauben, dass es ein Ritter mich gerettet hat. Ich bin ja so glücklich. Meine Güte, sind alle Kinder in der Stadt so tollkühn wie du? Ich hoffe nicht, es wäre nicht für dich ausgegangen, gut für dich ausgegangen, wenn wir nicht vorbeigekommen wären. Ich weiß, aber ich konnte den Dieb doch nicht einfach davonkommen lassen. Ein junger Verfechter der Gerechtigkeit, wie ich sehe. Das war Patty. Ich werde ein Ritter, wenn ich groß bin. Darum kann ich böse Leute nicht einfach ignorieren. Ein Ritter zu werden, das ist leichter gesagt als getan. Wieso denn das? Du wolltest es unbewaffnet mit zwei Erwachsenen aufnehmen. Wären wir nicht vorbeikommen, weißt du, was dann passiert wäre? Ach, lass doch, Flynn. Man muss seine eigenen Stärken kennen. Und wenn diese nicht reicht, muss man sich darauf verlassen, dass andere einem helfen. Es wäre unmöglich, ein paar Ritter zu besiegen, die aufeinander aufpassen, nicht? Aber die Hilfe von anderen zu brauchen ist uncool. Genau. Aber sterben bringt einen auch nicht weiter. Sich darüber Sorgen zu machen, ob man cool aussieht oder nicht, ist dumm. Wenn das der einzige Grund ist, weshalb du ein Ritter werden willst, schaffst du es auch in einer Million Jahre nicht. Trotzdem, viele Erwachsene haben nicht mal ein Fünkchen in deines Boots. Du bist ein großartiger Ritter, solange du nur daran denkst, hart zu arbeiten und nicht übermütig zu werden. Wirklich? Ja,
werde hart arbeiten und ich werde ein Ritter werden. Vielen Dank. Ich habe glatt eine Gänsehaut bekommen. Ich dachte wirklich, du würdest dem Jungen seinen Traum kaputt machen. Du warst wirklich nicht gerade zimperlich. Ich habe nur versucht, ihm einen realistischen Rat zu geben. Das hat ja Hand und Fuß, was er gesagt hat. Alles gut, richtig? Ja. Und ein neuer Titel, Zeichen der Ritterwürde. Wurm. Ein wahrer Ritter erkennt den Unterschied zwischen Tapfer und Tollkühn. Vorsicht und Feige. Okay. Ist hier noch irgendwas? Habe ich noch nicht hier umgeguckt, weil ja direkt diese Cutscene kam. Theoretisch hätte ich mich ja hier umschauen können, ne? Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Du. Okay, anscheinend nichts. Gut, dann sehen wir uns. So, ich war ja gerade im Mantaik, hätte ich eigentlich noch direkt hier machen können, aber ja, du meinst jetzt hier noch dranhängen. Ich habe hier etwas gefunden und zwar Boom. Schätze. Sirup, Leuchtfeuer um am Ultrarot um an Granaten und große Raptorschnabel. Ja, da war eigentlich. Weiß nicht, ob man das für irgendwas braucht oder so. Okay. So, dieser Creep hier hinten in der Ecke, der gibt uns auch wieder ein paar Sachen, glaube ich. Boom. Hier ist eine versprochene Belohnung. Vollgerahmte Brille. Geh uns am Limettil, ich zähle auf dich. Du schon wieder. Geh und brich die Welt von der Hasengille. Okay. Gut. Eigentlich, der gibt uns so Sachen, je nachdem, wie viele Titel wir haben, oder? Hätte er nicht irgendwie so was gesagt? Aber jedenfalls, wir müssen ihn aber gleich nochmal aufsuchen, vielleicht. Weil... ich bekomme hier noch was Schönes. Und zwar in der Taverne. Nein, nicht wegen dem Minigame. Gott sei Dank haben wir das hinter uns. Sondern hier deswegen. Wegen der hier. Kommt herein, jetzt ziellosen Zögling. Ich zeige euch, was sie hier bedeutet. Oh, ihr habt ein hübsches glänzendes Accessoire. Boom. Ninja-Paket. Oh, eins. So, zwei. Dann bekommen wir noch irgendwas etwas Besonderes. Familienvater-Paket. Wenn wir die alle auf Screen abholen, aber na, dann ist das hier passiert. Perfekt. Schulz hat den folgenden Titel erhalten: Modischer Pferdeschwanz. Und ja. Okay, einfach nur. Einfach nur eine andere Frisur, also nur. Und noch mehr. Schulz hat folgenden Titel erhalten: Weiße Drachenreiterin. So, noch mehr. Ja, wirklich überhaupt nichts. Nur. No. Oh, cool. Ja, sieht aber immer noch besser aus. Obwohl, lass mal hier ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Ja, jetzt haben wir zwei neue Titel. Können wir den einen Typen noch mal aufsuchen, der noch was für uns hat? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Ich meine, so funktioniert da doch, ne? Je mehr Titel man hat, desto mehr Sachen bekommt man von denen. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie so. Meine ich jedenfalls, hat er uns gesagt. Ich hatte erst aber weg. Nö, okay. Dann war's das. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Okay,
Da war El gerade ein bisschen stumm, ich entschuldige mich. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Ort hier betreten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und ja, wir müssen immer noch hier reingehen, Estelle retten, die von, wie ist der Typ nochmal, Alexei gefangen genommen ist. Das ist alles schon wieder Wochen her, deswegen ist das schon wieder ein bisschen dunkel in meiner Erinnerung. Außerdem habe ich, ja, wie man sehen kann, wieder ein bisschen trainiert und Sachen gelernt. Und ich müsste auch einige Sachen hier noch drangehängt haben, die ich gefunden habe auf Screen. Und das werde ich dann auch alles noch so kurz erwähnen. Oder nee, muss ich eigentlich nicht, ne? Wenn ich die Cutscenes hochgeladen habe und hinzugefügt habe. So, aber wir haben wieder einige Sachen gelernt und da müssen wir natürlich wieder hier rumgehen. Und ich muss euch natürlich sagen, was ich alles gelernt habe, weil sonst werde ich nicht schlafen können und so, ne? Und ja, deswegen gehen wir mal hier ganz schnell rein. Das wird ein bisschen lange dauern, weil wir eine Menge gelernt haben. Aber muss sein. So, als erstes haben wir mit 100 mal Azurschneide, während wir Schmelztiegel ausgerüstet haben, Azurbrunst bekommen. Dann haben wir, wo ist Zahnsturz? Zahnsturz. Erstmal wir finden Zahnsturz. Ist das irgendwie eine, oder habe ich schon wieder falsch hingeschrieben? Zahnsturz. Nee. Wow, meine Übersicht hier wieder, das ist irgendwie, habe ich hier nichts. Bin ich jetzt ganz blöd oder was? Leuchtender Zahn, das hier, ne? Leuchtender Zahn, ja, boah, oder? Ja, okay, ich habe mich verschrieben. Leuchtender Zahn habe ich 100 mal mit Ethanol ein, habe ich 100 mal Ethanol eingesetzt und dann leuchtender Zahnstamm. Zahnsturz bekommen, so, so, heulende Verwüstung habe ich bekommen. Ich weiß allerdings nicht genau, weswegen. Nachdem ich Azurbons gelernt habe, habe ich das bekommen, aber das irgendwie damit zusammenhängt, keine Ahnung. Das hier habe ich übrigens auch 100 mal eingesetzt mit Höllenfeuer und habe feurige Verwüstungen gelernt. So, so was mit Yuri Repeat hat nicht, ich glaube, den habe ich auch gar nicht gesteuert auf Screen und so. Also mit dem haben wir nichts gelernt. Carol hat ein paar Sachen gelernt und zwar 100 mal Klopfen des Sensenmanns mit Schmelzsiegel Diablo Zerspetterer und dann durch Level Destruktorschwerung. Ja, weiß man nicht durch welches Level, habe ich glaube ich nicht aufgepasst, aber ja. So, Rita, die hat, boah, die hat eine absolute Menge von Sachen hier gelernt. So, ein, ich weiß, diese Dinger kann ich nicht aufschreiben, deswegen weiß ich das nicht auswendig, aber irgendeins davon habe ich mit Schmelztiegel 100 mal eingesetzt, ich glaube das hier, und dann habe ich eine veränderte Art dafür bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, welche davon war, weil wie gesagt, wie soll ich denn das aufschreiben, hallo? So, 50 mal Feuerball mit Schmelztiegel. Oh, habe ich Eruption gelernt. 50 mal kalte Dusche mit Sturmböe habe ich, Sturmwehr und Kette habe ich Eislanze gelernt. Dann davor hatte ich schon anscheinend, ne? Aqualaser, ja, mit Dispersion. So, 50 mal Spiralflamme. Wo sind hier? Mit Alambic und allen Schmelztiegel habe ich Flammendrache erlernt. 50 mal Klingenrolle mit Höllenfeuer und Sturmwehr. Hier haben wir Donnerklinge erlernt, auch ein bekannter Zauber, finde ich gut. 50 mal Stalagmit mit Ethanor. Wo ist hier Aufrohrhorn und 50 mal Traktorstahl mit Höllenfeuer und Ethanor haben wir goldene Katze gelernt und da war es so. Warum habe ich hier für Raven? Ne, das ist nicht Raven, das ist Judith. Wollte schon sagen, Raven hat man doch gar nicht hier zur Verfügung. So, mit Level 44 haben wir gelernt. Mondstrahl. Wo ist es? Klingt nach einer Arkanart hier, ja. Und Höllenfeuer 100 mal eingesetzt. Haben wir Mondstrahl Vogel bekommen. Sehr gut. Dann Neumondklinge mit Schmelztiegel. Ja, nur das. Mondscheinmesser bekommen. Boah. 100 mal Lunazahn mit Ethanor. Wo ist es? Hier. Luna Kralle.
Und das Mondschwein habe ich schon gesagt, ne? So, Patty. So, da haben wir was gelernt. Nur zwei Sachen, gut. 100-mal kleiner Chefkoch mit Höllenfeuer, feuriger Chefkoch. Und 100-mal Trick mit Spelztiegel. Haben wir Süßes oder Saures gelernt? Ja. Hier, Trick. Gut, Flynn. Dem haben wir, glaube ich, eine Menge gelernt, ne? Ja. So. Tigerklinge mit Kette und Sturmhöhe. Wut des Tigers. 100-mal leuchtender Falke mit Dispersion. Leuchtender Falke Dispersion. Entschuldigung. 100-mal aufsteigender Falke. Die sind sogar richtig geordnet. Ja, ich glaube, die habe ich auch so alle gemacht, so in der Reihenfolge. Ne? 100-mal aufsteigender Falke mit Höllenfeuer, gleich aufsteigender Phönix. Was irgendwie genauso klingt wie Geist Mystic Art aus Tales of the Abyss. Was irgendwie ironisch ist, weil der sieht genauso aus wie Flynn. Weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe oder so, da gibt es einen Charakter, der sieht exakt so aus wie Flynn. Also nur andere Klamotten halt. So, 100-mal Schwertregen haben wir natürlich mit Alambic und Kette Schwertregen Alpha bekommen. Einer meiner Lieblingsangriffe. So, und dann 50 mal Erste Hilfe mit großer Sinnflut haben wir Heilen bekommen. Und 50 mal Leuchtsichel mit Sturmbö haben wir Mistralseele bekommen. Und das war's. Oh ja, ich habe mir noch ein Limit-Quartett hergestellt. Ich weiß nicht, wo das jetzt hier ist. Ich nehme an, hier irgendwo, ne? Das konnte ich mir synthetisieren und dann erlaubt mir jetzt mehr Dingens hier zu haben. Wo ist es denn? Ja. Die verbessert Überlimit. So, jetzt kann ich noch mehr. Jetzt kann ich 4 Dinger davon haben und irgendwie unter Hilfe stand auch. Ich jetzt wüsste, wo er ist, ne? Das wir jetzt hier. Da sieht man, wie man drücken muss, um welche zu bekommen. Um einen Balken, 2, 3, 4 und ich glaube, man wird dann irgendwie nicht mehr abgebrochen. Sind gegen gegnerische Angriffe immun, sogar noch besser. Und ja, das klingt doch sehr gut. So. Und da war es von den Notizen. Ja gut, ausgezeichnet. Dann können wir jetzt weiter spielen. Haben wir jetzt 8 Minuten hier gequasselt. Und ja. So, das erste, was ich machen will, ist erstmal wieder auf die Karte zurückgehen. Wir sind ja jetzt hier mehr oder weniger in Sicherheit, dass so ein Heildingen, ne? So, warte mal, Strategie. Ist meine Strategie alles noch richtig? Ich glaube ja. Ich habe so einige exklusive Strategien eingesetzt, während ich hier ein bisschen gelevelt habe. Ich habe sogar, weiß nicht, muss ich auch noch mal nachgucken. Ich habe einigen kleinster Schaden und so gemacht, damit ich, weiß nicht, meine veränderten Arzt alle lernen kann, aber scheine ich wieder eingestellt zu haben, ne? Gut. Dann machen wir mal weiter. Ich will noch mal da nach rechts gehen und gucken, was wir da in diesen einen Raum machen können. Weil das sieht so aus, als könnte man nach links gehen, aber ich meine, ich habe das schon versucht und hat irgendwie nicht funktioniert. Hier, guck mal. Hier ist auch so ein Loch, ne? Also hier sieht so aus, als wäre irgendwas. Also eigentlich brauche ich einen stärkeren Ring des Hexers oder so. Es stimmt, ne? Wir brauchen, glaube ich, irgendwann mal einen stärkeren Ring des Hexers, weil einfach hier und da habe ich mal so ein paar Dinger gefunden, so ein paar Steine. Oh, ich habe noch. So, ich muss meine Zeit nicht so gerne mit dir verschwenden. Da war ein Zauber, oder? Als ich sie so angegriffen habe, oder? Sei es so aus, als hätte sie irgendwie jetzt so einen krassen Angriff gemacht, der eine Druckwelle erzeugt hat, aber einfach, glaube ich, den Zauber von jemanden. Also von Rita, nehme ich an. So, Kämpfe werden wir jetzt gekonnt ignorieren. So. Hier sind auch keine Gegner, das ist auch ein bisschen verdächtig. Aber okay. Ja, wie gesagt, wir haben schon, ich glaube, bei Berg Tesma, wie auch immer der heißt, haben auch schon so Steine gefunden, die wir noch nie kaputt machen konnten. Ich nehme an, irgendwann kriegen wir mal einen Ring des Hexers, wo wir halt machen können, ne?
So, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe so ein Gefühl, da kommt jetzt ein Bosskampf oder so. Oder auch nicht. ただかばなければならないだろうね。覚悟はできてんだな。正直今でも信じられない。いや、信じたくないというのが本音なんだ。彼はずっと僕の憧れだった。何かの間違いであってくれたらどんなにいいかと思っていた。悪いが、俺の答えはもうはっきりしてんぜ。分かってる。 それにエステリーゼ様の仕打ち、あれは間違いでは済まされない。異議なしだ。ねえ、フレンさん。フレンでいいよ。なんだい？フレンはそのユーリのしたこと知っているんだよね。ねえ、わしだよ。キモールのことか。 心配しなくても、ユーリを逮捕したりはしないよ。今はね。ってことは、やっぱりエステル連れ戻したら逮捕するのかな。ユーリのしたことは帝国の法に照らせば重罪だ。いわば支援で帝国の要人を2人も殺したのだから。重罪、支援って。 ユーリは分かっている。ユーリは決して自分のためにやったわけじゃない。でも法とはそういうものなんだ。それは帝国の歪みとは関係ない。迷っているのかしら、どちらが正しいのか。わからない。これは迷いなんだろうか、それとも。ちょっと何やってんの、置いてくわよ。 ごめん。あら、怖い。行きましょう。 Alles klar. Wo ist das? Ich hab's angemacht. Okay. Wird schon richtig sein. Okay. U1 steht da. Da sind ja mehrere, ne? Komm schon. Ich habe echt keine Zeit gerade für Kämpfe. Also schon, aber ich muss jetzt sagen, ich habe so viele Kämpfe gemacht. Das wäre schon die falsche Herangehensweise, ne? Ich bekomme noch voll auf die Fresse jetzt wieder, wenn ich hier, weiß nicht. Ich jetzt hier keine, wenn ich hier so reingehe, aber dann soll es halt passieren, ne? Da ist schon wieder so ein Dingen. Du, na, das wollte ich eigentlich nicht. Welche Level sind denn die im Vergleich zu uns? 40, ja, aber die sind trotzdem voll stark, finde ich. Irgendwann mal noch Nerven stehen. Ich sag, für weiter dürfen wir. Jetzt klauen wir schnell die Klamotten, wenn man hier drin ist. Der Mittrunk. Jetzt gehen wir wieder. Jetzt gehen wir ein tiefer. Aber wir merken uns, hier gibt es wahrscheinlich irgendwas. So, vielleicht mal ein Trank des Bischofs hier einsetzen. Hat ja nicht so nervig wird. So, also quer muss ich irgendwann später noch mal rein, wenn ich weiß nicht, die Wände kaputt machen kann oder irgendwie so was. Hi, wir flehen mal so neue Gegner. Nee, ne? Windumhang. Ich habe schon genug Umhänge bekommen hier von. Von Pharaoh. Was ist das? Konozo, nanozo nandaro? Ningen tomo, obake tomo tsukanai katachi shitoru no. Ehrlich?
神殿っていうくらいだからな。ここで祀られてたもんの像だろう。案外外で見たエンテレケイアを祀ったものだったりして。まさか、だって魔物っていうか、その似てないし。いや、ありえるかもしれないぞ。人間以上の力を持ち、言葉を話す存在だ。昔の人間が崇めようと思ったって不思議じゃない。もしかしたらエンテレケアと人間の関係は思ってたより近かったのかもしれないわね。長い長い時の流れが両者を引き離して今のこの状況を生んだのかも。だとしたら僕たちはどれだけのことを忘れてしまったんだろうな。決して忘れちゃいけないことも世の中にはあるのじゃ。パーティー。僕はあんなのが身近にいた時代より今の方がいいかな。Götter sind falsch. Ein Intellekt, ja. Okay. So, Truhe. Magische Sauge. Hab ich schon. So, wir gehen hier gerade den richtigen Weg. Jetzt habe ich jetzt recht, das Gefühl, wir laufen den richtigen Weg. Ja, lass mal nach oben gehen. Wenigstens sind ja so heil Speicherpunkte hier sehr, sehr großzügig verteilt. Okay. Was macht das? Okay. Die gehen wieder aus, also scheint es nicht unterschiedsbar durch die andere ausmachen, ne? Ist natürlich wieder nur ein Raum, ne? Ist einfach nur zur Dekoration oder was soll das? Nicht hier in der richtigen Reihenfolge anmachen. Bestimmt voller riesige Rätsel dahinter irgendwie, ne? Irgendwann am Ende des Spiels machen muss. Boah, ich klinge, glaube ich, gerade richtig blöde, wenn meine Nase zu ist. Tut mir leid. Ich bin eigentlich schon wieder genesen von meiner Erkältung, aber sind noch ein paar Rückstände übrig. So Schleim im Hals und dann noch hier zur Nase. Das ist noch ein bisschen so übrig geblieben. So 10 Stunden habe ich hier offscreen trainiert. Ich habe schon 111 Spielstunden. Wir sind wahrscheinlich nicht mal annähernd mit dem Spiel durch. Wir sind wahrscheinlich gerade erst mal bei der Hälfte oder so. Ja, vielleicht so ein bisschen mehr als in der Hälfte. Selbst aufspiele. Normalerweise ist man mit der Story so fertig, nachdem man nicht so Level 60 irgendwie so ist. So um die 60, 65, irgendwie so was. Also wenn man nach den Level geht, dann würde ich sagen, wir sind schon so weit über die Hälfte. Und ja, mal schauen. Also nach meinen späten Stunden kann ich echt nicht gehen. レン道は間違ってないってことだよね。ねえ、だ、しれ。カロル先生、さえてるな。あの奥にエステルがいんだろ。さあ、そう、も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 う
viel besser. Boah, also ich habe so viel trainiert, ne? Okay. Das ist das Gefühl, bringt überhaupt nichts. Ja, komm her. Also, der bekommt immer noch dicke Schaden, die Blöde. Also, mein Gott, geh weg, bleib. Oh, kann nur einer diesen Typen hier vom fernhalten, ne? Ja, genau, das wollte ich zeigen. Danke. Au, du. Carol. Warum ein bisschen Hilfe? Carol. Carol. Boah. Gott. Du bist ja nicht mal tot da hinten. Danke. Das hat mich verfehlt, Carol. So, danke. So, ich brauche Bogen, danke. Was ha? これって暗号化した術式を鍵として使った封印結界。開けられる。不正確なフォーマル、不正確。ろくに研究されたことのない未知の古代技術よ。私も本で見たことがあるだけ。まともに解析しようと思ったら、どれだけ時間がかかるか見当もつかない。力ずくで破れないかな。鍵をかけるようなものは普通。 簡単に破れるようにはできてないでしょうね。あれ、でもアレクセイはどうやって通ったんだろう。多分エステルの満月のこの力で無理やり鍵を組み替えたんだわ。つまりまた力を使わせたってことだよな。エステリーズ様の力。誰？ Warte mal, sein Schwert hat doch den gleichen Effekt, glaube ich, ne? Er macht das Ding voll sauber. Außerdem haben die gleichen Aura, das Schwert und die Barriere.収めにって。あんた具体的に何するつもりよ。エアルクレーネを沈め、その原因を取り除く。はっきり言ったらどう？エステルを殺すって。スーパー。なんだって。ったく、どいつもこいつも。寄ってたかって小娘一人に背負い込ませやがって。暴走した満月の候補地しては置けん。 あんたもフェローと同じ石頭かよ。同じ人間同士、もう少し話が通じるかと思ったんだけどな。人間同士であることに意味などない。一人の命は世界に優越しない。その世界ってのもバレちゃってる。一人一人の命だろ。いいか、あのバカで世間知らずのお嬢様は俺たちの仲間なんだよ。 部外者はすっこんでろ。あの娘がどれほど危険な存在か知った上で言っているのか。知ろうが知るまいが、義をもってことをなせってのがうちのモットーなんでな。どうしてもってなら悪いが相手になるぜ。いいだろう。ならばフェローが認めたその覚悟のほど 見せてもらおう。デインノモスだ。エアルを沈めることができるのはその剣だけだ。掲げて念じろ。そうすれば
あとは剣がやる。デイン・ノモス。待てよ、デューク。Mein Nomos? Oder dein Nomos? Ich nehme mal, das Ding heißt so dein Nomos, oder? Dein Nomos, du ja. Okay. Nande, Anta, was soll er um Motel? Nande, soll er eher aus Ego Dekir? Anta, ich bin Nanimunda. Ich bin du aus der Zukunft. Sono Toino Kotayo Erkotome. Immer noch mein Tachino Negai, die war immer. Ike.手遅れになる前にエンテレケイアが背負う重荷、それがどれほどのものか身をもって知るがいい。セン、エンテレクセア。かっこいいけど気難しいやつじゃの。で、あの男確かガスファロストでも。Ich glaube sowieso nicht, hat der irgendwie, weiß nicht, Mensch ist oder irgendwie sowas. Der ist viel zu kryptisch dafür.Egal, wir haben ein neues Schwert. Dein Nomos. Ja, war krass, dass er uns einfach sein Schwert gegeben hat, ne? Hallo? Dein Nomos, ein von Duke.Geliehenes Schwert. Das ist ja nicht je nach Besitzer die Farbe. Die Art des Schneidens ändert sich vielleicht auch. Wer ist dieser Duke eigentlich? Dein Nomos. Mangets no ko. Sorry. Pharaoh ga mitometa kakugo desu tte. Ano Duke tte otoko. Honto ni ittai nani mon na no? Hanashiburi kara shite. Pharaoh to mo koryu ga ari yo omoita. Yodel denka ga sagashite ta.Der oder dieses eine, Ding, was wir in dieser Prophezeiung nahe gelesen haben, AD-Frage, irgendwas. So. Das ist eigentlich voll nutzlos, dieses Zelt. Wir haben nur hier so ein Speicherding. So.Juri hat kein. Ich hoffe, das war zum Ausrüsten. Ja. Spezial. Kann ich mir mal die Verwendung erlernen werden? Okay. Ein Angriff nur. Ein bestimmter. Dein Nomus. Mein Nomus? Diesen Witz, den werde ich noch bis zum Ende des Tages hier bringen. Ja, ich hoffe, wir behalten das dann noch lang genug, damit wir auch die Sachen erlernen können, ne?Ich hatte jetzt irgendwie, weil nicht, wenn wir jetzt hier Estelle retten, sagt, hey, geh mal Schwert zu wieder. Ja, nein. Hey, so läuft das aber nicht, du kleiner Drecksack. So. Nimm mit Trunk. So, dann müssen wir noch mal zurück. Ein bisschen. Also, warte, ich pack mal Juri hier ins Team rein. Einfach nur, nein, da wollte ich nicht.Ich weiß, er ist noch sehr weit im also mal, falls es zu einem Kampf kommen könnte, wäre es vielleicht gut, wenn wir irgendwie gewinnen würden, so Bosskämpfe und so, ne? Deswegen packe ich mal, ich brauche sowieso Flynn in mein Team. Also ist jetzt irgendwas hier, so hier war das, ne? So, neue Waffen, neue Rüstung, irgendwas. Batteriegummi. Quillen, hatte ich das schon, den Namen habe ich schon mal gehört, hat da hat schon nur, ja, habe ich eins zum Herstellen, was ich definitiv irgendwann noch mal brauche wahrscheinlich, ne? So.Sagen wir gehen jetzt, ich habe so 10 Minuten noch hier, die ich drauf rechnen muss von den Sachen, die ich vorher irgendwie gefunden habe, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Aber hier da hinten kommt jetzt noch ein Speicherpunkt, wegen gesagt. So, falls ein Boss dann kommt, wir haben Juri, wir haben Flynn im Team, das wird kein Problem sein, ich sorge für.
Ich mache es mir mal ausnahmsweise einfach. Ja, dann guck mal, was hinter dieser Tür uns erwartet. Es kommt, ob jetzt schon ein Bosskampf kommt oder ob es noch weiter tiefer reingeht. Es geht noch tiefer rein. Ich mir ehrlich gesagt noch halbwegs gewünscht, damit wir halt, weiß nicht. Was hat es hier mit auf sich, Leute? Winvi. Neue Waffe. Alamek. 21. Jahr. Blondes Haar. Was? Radio Sensing Start. Wenn Flynn in der Gruppe. Was? Sie hat echt für jeden Charakter irgendwie so was, ne? Kann das sein? しかし、これが皇帝の証、デインのモスとはな。ユリ、皇帝になれるね。こんなのただの飾り。いや、だ、シャドウのぶこん。それに慣れたってごめんだね、俺は。若いのによくがないの。あんたが言うのどうかと思うんだけど。失われた皇位継承の証。 帝を巡る争いも元はといえばその件が行方不明になったからだ。まさかあのデュークが盗み出したんだろうか。おいおい、頼むから騎士団が回収するとか言い出さねえでくれよ。分かってる。今はそんな場合じゃない。デュークはその件でエアルクレーネを抑えて回ってたようだけど。え、じゃあデュークはエンテレケアと同じことをしてるの？ どうかしらね。その件、さっきエステルと同じことをやってのけた。リゾマータの公式をすでに一度は確立されてた。でも、それならなんで失われたの？ブラスティアが失われたように、最悪と関係している。どうしてそれが帝国の宝物に？わからねえことだらけだが、その件のことは、ことが済んだ後好きなだけ調べればいいさ。今はエステルを助けるのが先だ。 Also lass uns weiter stehen bleiben und unterhalten. Ist schon wieder so ein Ding. Was muss ich da machen? Peter, kannst du nicht einen Feuerball dagegen schleudern oder so? Das sieht sehr berüchtigt aus. Kann man doch bestimmt einmal da ganz herzlich gegen Haut irgendwie was kaputt machen. Das haben wir glaube ich schon, ne? Ich glaube, das hatte ich und ja, dann hatte ich irgendwas besser schon. So. So, die Frage ist jetzt schon, wo ist wieder richtig? Ich würde sagen, rechts ist falsch. Jetzt hatte ich noch nicht so viel Glück mit diesen Dingern hier. Boink. Jidex. Jidex. Abwehrfertigkeit. Jetzt Abwehrboost. Selbst wenn du weiterhin abwehrst. Wenn du einen Zauber ausführst. Abwehrarzt. Okay. Neue Sachen. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, die Sachen zu lernen, weil ich habe so für Flynn ist wieder nur limitiert in unserer Truppe. Fischgummi. Okay. Wollte sagen, warum habe ich auf einmal weißes Haar? Ich sehe aus wie der Duke. Der Duke, der ist da so was von irgendwie Yuri aus der Zukunft, vielleicht so was. Pass auf, ey. Ich habe recht, ich weiß es. Das war falsch. Also richtig. Also ich hoffe, nach oben zu gehen ist richtig. Deswegen hätte ich gern so, weiß nicht, so einen roten Pfeil, der uns immer zeigt, wo wir storymäßig hin müssen, so wie in Final Fantasy 10. Ich meine, wenn du fleißig bist, tust du letztendlich sowieso jeden Weg abgrasen. Also ist doch vollkommen egal jetzt.
eine Karte ein, irgendwie anzeigen, wo man hin muss oder so, aber normalerweise haben wir ja auch gar keine Karte, ne? Ist jetzt nur so eine Ausnahme. Hatte jeder schon Mithril-Panzer? Ja. Ja. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Mir ist übrigens aufgefallen, man kann irgendwie viel besser Fertigkeiten trainieren, wenn man einfach irgendwie im Gebiet geht, wo, weiß ich nicht, voll schwache Gegner sind. Und ja, man bekommt eigentlich genauso viele Punkte, wie als wenn du irgendwie hier gegen so gleich starke Gegner kämpfst. Also ja. Nächstes Mal, wenn ich einfach nur so Fertigkeiten lernen will, gehe ich einfach hin, weiß nicht. Wer ist in der Geistergebiet? Saphira. Habe ich glaube schon. Ja, genau gleiche. Ich habe 3 Stück davon, was? Also ja, ich gehe einfach irgendwie in so ein Gebiet, wo die schwächsten Gegner aller Zeiten sind. Die Kämpfe dauern dann voll kurz und ich krieg genau die gleiche Anzahl von Punkte. Jetzt werde ich, wenn ich, oh nee, na ja, wir sind gestürzt. Verdammt. Die könnten die Fahrt ruhig etwas breiter machen. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, um Eindringlinge abzuwehren. Stehe, kein Wunder, dass es hier so dunkel ist. Lass uns die Augen aufmachen, damit das nicht nochmal passiert. Okay. So, meine Frage ist jetzt aber auch direkt, ne? Es ist egal, wo ich runterfalle. Wir sind jetzt gerade da runtergefallen, ne? Und sind in diesem einen Gebiet gelandet. Links von uns war noch so ein Raum. Wenn ich jetzt also weiter links etwas runterfalle, komme ich dann links in diesen Raum? Das ist jetzt so die erste Frage, die sich jetzt hier mir gestellt hat. Weil landen wir immer in diesen einen Raum. Mal schauen. Genau, aber richtig mal hier so einen Speicherpunkt hinpacken können, ne? So, ich spring mal hier runter. Lock. Okay, ich bin jetzt hier gelandet. Ich bin als da runtergesprungen, ein bisschen weiter gelandet. Also, ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich hoffe, dieses Gebiet wird sich nicht irgendwie, weil nicht uns verwehren, nachdem wir ja fertig sind. Wenn ich irgendwann noch mal hier reingehen kann und so und das alles erkunden kann, das halt nicht ausgerechnet jetzt hier machen muss, und dann würde ich ja halt lieber irgendwie so offscreen so ausprobieren, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her renne. So. Gut, kann man nicht auch mit den Schultertasten irgendwie lenken? Ich wieder mit einem anderen Spiel verwechselt. Ne. So. Ich darf nicht vergessen, ich kann auch den hier machen, ne? Mich so drehen, da komme ich nicht ran. So. Warum mache ich diese Dinger an? Keine Ahnung. Ich habe aber noch so eine Statue gerade. So, ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Dinge anmachen. Ich weiß nicht wieso. Oh, ich dachte, da wäre eine Statue. Wenn es ein Speicherpunkt wäre, wäre halt allerbeste. Nee. Wie mein Ding ist schon abgelaufen. Ich habe auch gar nichts benutzt. Erstmal jetzt hier, wenn ich Speicherpunkt wäre, könnte ich halt noch mal ausprobieren. Aber es gab ja auch einige Räume in dem anderen Geschoss, wo ich nicht runterfallen könnte. Also nehme ich jetzt mal an, so kommt man nicht dahin. Ne? Langer Raum, langer Raum. Gut, kann man hier in der nächsten Folge weitermachen.
Boom. Gut, ich würde dann sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann weiter hier. Wie ist der Ort überhaupt hier? Ich vergesse das Schreien. Baktion, was weiß ich. Und ja, dann erkunden wir weiter diesen Ort und retten hoffentlich Estelle in der nächsten Folge. Alles klar, ich bedanke mich als schon. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.